Kannst du das? Kein Problem. Bei einem Vortrag? Geht gar nicht. Bei einer Präsentation? Erst recht nicht. Was noch nicht geht, erfährst du jetzt. Vor einiger Zeit habe ich ein Video veröffentlicht zum Thema Umgang mit einem Präsenter und mit dem Laserpointer, der da dran ist. Und ich habe ganz klar gesagt, bitte Laserpointer nutzen nur die Amateure. Und jetzt gab es eine Frage und einen Kommentar dazu, nämlich Max K. hat bei YouTube gefragt, warum nicht? Also warum, was spricht dagegen, einen Pointer zu nehmen? Also, der erste Punkt ist, der Pointer stellt nochmal viel stärker heraus, wenn du nervös bist. Weil wenn du nervös bist, dann zittert deine Hand ein bisschen. Und das ist kein Problem, wenn du etwas in der Hand hältst, weil das sieht man nicht. Aber in dem Moment, wo der Laserpointer irgendwie auf 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter Entfernung an die Wand geworfen wird, hast du natürlich riesige Abweichungen. Jeder sieht sofort, dass du aufgeregt bist an der Stelle. Also, der erste Punkt, der Laserstrahl verstärkt deine Aufregung. Deswegen machst du das nicht. Der zweite Punkt ist, es ist nicht professionell, mit einem Laserpointer irgendwas zu machen. Bau die Folien so, dass die Folien sich von alleine erklären. Du kannst ja eine große Folie nehmen und wenn du einen bestimmten Teil genau zeigen willst, machst du eine weitere Folie mit dem Folienausschnitt. Einmal klicken und du hast genau das. Also, Pointer ist nur was für Amateure. Wenn du etwas in der Hand halten willst, dann habe ich gesagt, okay, das geht mit dem Präsenter ganz gut. In einem anderen Kommentar sagte jemand, ich nutze immer einen Stift. Wenn du einen Stift in der Hand hast, dann hast du die Hände immer beschäftigt. Der Nachteil bei einem Stift sind mindestens 2 Dinge. Der erste ist, keiner macht das so. Ganz bestimmt sogar. Bist du aufgeregt, bekommst du gar nicht mit, dass du die ganze Zeit auf deinem Stift rumklickst. Das ist der erste Punkt. Die Nervosität geht in den Stift rein. Und das merkst du überhaupt nicht. Aber die anderen nervt es. Und das zweite ist, dass du diesen Stift in der Hand sehr schnell zum Zeigen nimmst. Und dann sagst du, du hast eine Frage, was willst du wissen? Und das fühlt sich an wie Schule. Und Schule ist bei uns nicht besonders positiv geankert. Deswegen, nur Amateure halten einen Stift in der Hand. Filzstift ist ähnlich. Du kannst einen Filzstift, hast du zwar nicht so viel zum Klacken, aber wenn du einmal raus hast, wie man die Kappe mit einer Hand löst und wieder drauf macht, bist du auch beschäftigt. Also ich kann das. Und wenn ich irgendwie ein bisschen nervös bin, dann geht die Nervosität in die Kappe rein. Und je nach Stift ist das relativ laut und du hörst das mit der Kappe. Also, Filzstift, um etwas in der Hand zu halten, ist auch nicht gut geeignet. Schau, dass du den Stift nach dem Schreiben direkt wieder ablegst. Der beste Tipp, und den habe ich auch bei YouTube schon veröffentlicht, ist die Papierkugel. Bei der Papierkugel hast du etwas zwischen Daumen und Zeigefinger, du kannst zwischen den Händen wechseln und deine Hände sind immer beschäftigt, die Nervosität ist weg und die Hände sind im neutralen Bereich. Also, weg mit Kulis, die klacken, weg mit Filzstiften, wenn du sie nicht mehr brauchst, und lass den Laserpointer aus. Wenn die Papierkugel oder du hältst die ganze Zeit den Präsenter in der Hand. Das funktioniert auch gut. Kleiner Tipp noch. An der Seite eines Präsenters findest du Knöpfe, mit der du die Lautstärke einstellen kannst. Was mir schon passiert ist, ich habe immer wieder geschimpft mit meinem Assistenten, weil die Videos nicht laut genug waren. Dabei hatte ich diesen Präsenter in der Hand und habe aus Versehen auf die Lautstärkeneinstellung gedrückt. Ich bin dagegen gekommen. Das heißt, ich habe die Videos immer mit meinem Präsenter auf leise gestellt. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, wieso sind die Videos so leise? Also, die Tücke liegt im Detail und ich wünsche dir viel Erfolg damit und fette Beute.